So, willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play Spin Tires. Ellie ist mittlerweile schon weg, der hat aber auch schon richtig gute Arbeit, der leistet die ganze Arbeit auf jeden Fall. Und ja, sagt, wir machen jetzt erstmal alleine weiter, wir müssen uns nämlich das Holz rüberbringen. Denn irgendwie müssen wir ja da rankommen. So, na, dann. Dann wenden wir nochmal kurz. Halbfeuertank sind wir schon mal. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch eine Route hier zusammenrechnen. Wir sind jetzt hier, wollen entweder zu dieser oder zu dieser Stammausgabe. Ich würde sehr tendieren, dass wir zu dieser fahren. Und dann halt obenrum hier zweimal Holz reinliefern. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Wir könnten aber auch hier theoretisch den hier umbauen, damit wir denn halt hier an dieser Werkstatt nochmal ein bisschen Kraftstoff sammeln. Dann würde ich aber erstmal auf jeden Fall schon mal zur Stammausgabe fahren und dann vielleicht sogar, ja genau, mit einem Zwischenstopp zur Werkstatt, da werde ich hinfahren, auf jeden Fall. Gut, das ist ja auf jeden Fall erstmal der Plan. Erstmal zur Werkstatt. Da müssen wir natürlich wieder den Sondergang reinhauen, ansonsten kommen wir nicht weit. Ein anderes Fahrzeug halt dummerweise geschrottet gehabt, weswegen da jetzt nicht mehr so viel zu machen ist. Und hier werde ich auf jeden Fall schon mal einen Holzaufleger bauen. Also ranbauen, damit dann zur Stammausgabe. Dann muss ich mit dem anderen Fahrzeug auch noch schnell zur Holzauflage. Aber der Dude ist, ich könnte ja den Anhänger schon mal dazu benutzen, um mal was voll zu machen. Okay, hier meckert die Differentialsperre nochmal rum. Und ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Da ist mein Unfall, den ich da gebaut habe. So. Nichtsdestotrotz. Differentialsperre wieder an. Und dann müssen wir erstmal nur auf die Straße kommen. Reicht, das kann ich so weiterfahren. Jetzt muss ich hier aufpassen, auf jeden Fall. Richtig einlenken und dann langsam runterfahren. Möglichkeit B wäre jetzt natürlich erstmal zu gucken, ob wir überhaupt mit dem anderen den Holz aufladen können, beziehungsweise ob wir da überhaupt ihn rankriegen. So ein Kran, deswegen. Mal gucken. Erstmal fahre ich Bede hier in die Werkstatt und dann schaue ich mal weiter. So, hier werde ich auf jeden Fall nicht runterfahren, sondern wirklich nur die Asphaltstrecke. Ja, das Einlenken sollte ich vielleicht noch mal lernen. Aber gut, klappt ja bis jetzt. Wir sind auf jeden Fall schnell da. Ich habe jetzt ein paar Folgen Überlänge gemacht, ihr habt. Demzufolge muss ich also erstmal ein bisschen kürzer treten hier. Die restlichen Folgen werde ich dann aber wirklich so unter 15 Minuten spannen, sodass ich dann halt noch mal ein bisschen abspannen kann hier. Ihr müsstet ja auch noch ein bisschen in die Länge ziehen. So. An und für sich müssen wir jetzt da oben den Berg hoch. Da werde ich dann halt wieder hier den Allrad anschalten und dann mich durchkämpfen. Differentialsperre wäre jetzt vielleicht auch noch eine Möglichkeit, um dann den Berg hochzukommen. Und dann muss ich mit dem großen Tanker auf jeden Fall da durchkommen, irgendwie. Himmel, ja, schon spawnen. An und für sich
Ich spiele ja unheimlich gerne auch halt im Team zusammen. Und ich habe jetzt auch mit Ellie dann halt besprochen gehabt, der will ja jetzt auch Tutorials machen. Und ich habe halt mit ihm besprochen gehabt, dass ich vielleicht auch ein neues Spiel hole. Weil Ellie hat da nämlich schon ein neues Spiel in Aussicht und das würde sich vielleicht sogar anbieten, halt im Livestream halt zu spielen, weil als Folgen könnte mehr oder weniger wenig passieren. Deswegen, wie gesagt, werde ich mich vielleicht sogar seinem Projekt hier nochmal anschließen und auch dieses Spiel holen. Das ist ja relativ günstig erhalten und da werde ich auf jeden Fall mal bei sein, mal gucken, wie es sich, ob es sich ergibt. Na, wie gesagt, jetzt kämpfe ich mich hier erstmal auf jeden Fall durch die Lände. Und ja, Ellie hat mir schon sehr gut geholfen gehabt. So, den parken wir jetzt mal hier, machen wir Motor aus, wechseln das Fahrzeug und holen dann gleich mal das andere. Und wenn ich Glück habe, kann ich dann beide mit einem Mal rannehmen. So, okay. Denn gehen wir in den Fortgeschritten-Modus, machen den Motor aus, dann gucken wir mal, ob wir hier so ranschrauben können und ob wir überhaupt was ranschrauben können. Ja, genau. Das war natürlich eine blöde Idee. Den lassen wir so, genau. War ja sowieso Quatsch. So, dann wollen wir das Fahrzeug wechseln auf den C65. Da starten wir jetzt auf den Motor und dann suchen wir uns hier mal die richtige Route aus. Ich würde so ja sagen, wir fahren hier lang, bis hier hin und dann halt da die Strecke. Und da müssen wir natürlich erstmal umdrehen. Differentialsperre und dann gib ihm. Handbremse sollten wir vielleicht auch mal ausschalten. Das passt auf jeden Fall. Hier müssen wir wieder rum, aber erstmal müssen wir rankommen. Haben wir auch nur noch 143 Liter, aber könnten ja auf jeden Fall auftanken. Ah, wo hängt er jetzt? Müssen wir richtig dosieren und dann können wir auch hier durch. So passt das doch ganz gut. Licht sollten wir natürlich vielleicht anmachen. Wenn Sie die Zuschauer mehr. Ich habe ja schon Feedback deswegen, diesbezüglich gekriegt, ihr habt. Ich habe ja da einen Zuschauer, der da auch sehr extravertiert natürlich hier dran ist und das gerne hier sieht. Nichtsdestotrotz, wir fahren jetzt hier erstmal weiter Richtung. Können wir schon hier lang? Nee. Wir müssen noch ein ganzes Stück müssen wir. Richtung Werkstatt fahren wir jetzt, wie gesagt. Vielleicht kriegt das ja hin, dann kann ich auf den anderen ja den Holzaufleger drauf lassen, dann würde ich hier halt den Holzaufleger draufpacken und dann würde ich halt wieder im Konvoi fahren. Das würde halt nicht ganz so lange dauern, aber wir werden auf jeden Fall dann schneller fertig. Vorausgesetzt natürlich, wir kommen da auch noch an in dieser Folge. Beziehungsweise zur Werkstatt, wie gesagt. So, hier machen wir ein bisschen mehr Gas. Schauen wir mal.
Nee, Differentialsperre hat sich immer noch als geeigneter herausgestellt. Da vorne könnte ich dann vielleicht wieder die Differentialsperre entfernen, weil da kommen wir dann wieder gut voran. Ja. Sind wir nicht ganz drauf, wir schleifen immer noch da durch. Müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen mit der Differentialsperre dranbleiben. Bevor ich dann aber hier den Hänger abmache, werde ich dann auf jeden Fall nochmal voll tanken mit dem, was da drin ist. Weil es ist halt eine Menge Sprit. Will ich einfach nicht, will ich nicht einfach so wegwerfen. So, jetzt hoffe ich mal, dass er da bald in den zweiten Gang fährt, damit ich hier schnell vorankomme. Weil das ist hier ein Witz. Oh, jetzt fester hier. Nee, doch nicht. Also Differentialsperre hin. Nee, das war die falsche Richtung. So lang. Denn versuchen wir uns hier mal durchzubeißen. Weil hier kommt er wieder ganz gut voran. Und hier wieder nicht. Ah, dann muss ich jetzt erstmal mit der Differentialsperre bleiben. Verbleiben. So. An und für sich. Haben wir jetzt die nächste Hürde geschafft. Da vorne könnten wir vielleicht sogar noch einen höheren Gang jetzt hier wieder reinsetzen. Also die Differentialsperre raus, Automatik rein. Und dann damit halt weiter heizen. Weil das sieht wenig pfützenhaft aus da vorne. Also mit wenig Feuchtigkeit. Fester Boden und so. Deswegen. So. Los. Ach nee. Na gut, halt mich verguckt. Von weiter Ferne sah es anders aus. So. Alles klar. Hier ist wieder ein bisschen fester. Trotzdem muss ich da erstmal raufkommen. Genau, und jetzt. Ja, das packt er. Ich gebe hier schon voll Stoff und so, aber der hat dann doch noch ein bisschen zu kämpfen hier. Wo hakt er denn hier eigentlich? Hinten drehen sich vielleicht ein paar Reifen durch. Und hier muss ich auf jeden Fall Differentialsperre, weil hier schafft er es sonst nicht. Und der gefährliche Wasserstand, der macht mir auch noch Sorgen. Aber es sieht doch ganz gut aus. So wie ich hier vorbeikomme. Und wir wollen auf feste Gelände hier rauf. Und da vorne können wir dann wieder ein bisschen mehr Stoff heben. Ich würde sagen, jetzt ist es ja soweit. Ja, hier sieht es doch viel besser aus. Ah, hier noch berghoch, genau, und jetzt. Ach, guck mal, da verändert sich wieder die Strecke und dann wird es wieder ein bisschen. Man sieht die jetzt gerade, wie sich hier die Gelände gerade wieder verändert hat. Toll. Von weitem sieht es immer ein bisschen besser aus, aber jetzt hier so, boah. Da kann ich gleich in der Differentialsperre drin bleiben. Nur noch 34 Liter, also noch muss ich nicht nachtanken. Aber ich will es ja nicht verschreien. Immerhin sind das 15 Liter, die wir pro Minute hier verbrennen, genau.
Verbrennbar, das richtige Wort. So, nichtsdestotrotz. Jetzt können wir wieder Jast schieben hier. Da vorne sieht es ja noch relativ fest aus. Wir lenken mal ein bisschen nach links. Und hier. Ja, das wird natürlich jetzt ein bisschen komisch hier. Aber wir kommen auf jeden Fall voran. Da oben, bergauf, alles klar. Wir sehen sofort Bescheid, Differentialsperre. Und die werde ich jetzt auch hinkloppen, den Gang. Müssen wir denn überhaupt lang? Wir sind. Achso, wir sind ja auf dem guten Wege. Was haben wir da? Oh, schöne Geländezett hier, aber sieht richtig nett aus, der Hügel. Wie gesagt, danach mache ich wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Karte Vulkan. Oh, hier kämpft er, hier kämpft er, hier kämpft er auf jeden Fall. Aber wir haben hier noch Bäume in der Nähe. Wir lassen ihn aber noch ein bisschen kämpfen. Oh! 3 Liter ist ja doch ein bisschen sehr wenig. Oh. Ja. So, der zieht sich auf jeden Fall durch. Jetzt nicht mehr. Jut, die alte Windebaum-Methode natürlich wieder. Die kommt auf jeden Fall wieder frei. Ich glaube, ich habe nicht die beste Strecke hierfür ausgewählt. So, gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir müssen ja noch ein ganzes Stück bergauf hier. Und überall drehen die Reifen durch, mein Controller vibriert. Ist natürlich kein gutes Zeichen. Aber wenn wir uns hier durchschlängeln, dann könnte es vielleicht sogar klappen. Ja, wenn wir schräg hochfahren, dann ist die Steigung nicht so gewaltig. Auf der anderen Seite, da ist der nächste Baum, den könnten wir vielleicht ansteuern. Kriegen wir es ja. Dann ziehen wir uns auch noch mal ein paar Meter nach oben. Da ist der nächste Baum, den wir nehmen könnten. Nee, doch erst da hinten. Wir müssen ja erstmal nur über den Hügel hier rüberkommen. Ja, aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt kann er wieder peitschen. Licht kann ich auch mal wieder ausmachen. So. Demzufolge, wir sind ja gleich da. Noch 48 Meter und dann haben wir es geschafft. Dann könnten wir unter Umständen den hier nochmal voll tanken lassen und dann rüberfahren zum nächsten Objekt. So. Jetzt müssen wir nach links durchziehen, genau. Wir müssen halt auf die Differentialsperre achten, weil jetzt meckert er schon wieder. So. Aber da vorne kann er dann gleich wieder repariert werden. Der Ersatzrad kann dann auch mal wieder nachgefüllt werden. Und dann kommen wir auch wieder ein bisschen weiter. Irgendwo musst du die Bau. Genau, hier ist die Werkstatt. Und hier ist auch gleichzeitig das Fahrzeug, was ich haben will.
So, für die Hintour nehme ich dann aber eine andere Route auf jeden Fall. Weil das hier, das ist echt, echt der Wahnsinn, wie ich hier zu kämpfen habe. So, jetzt sind wir da. Jetzt tanke ich nochmal B das voll. Fortschritten, den hier voll tanken, den hier voll tanken. Dann fahren wir wieder ein Stück zurück. Ne, wir fahren erstmal raus hier. Tankwagen werden wir jetzt irgendwo beiseite schaffen. Parken wir am besten hier. Falls wir denn nochmal hierher kommen und das brauchen. So, Anhänger abstellen. Und dann geht's weiter. Jetzt werde ich nämlich das andere raufbasteln. So, nicht so intelligent, ich merke schon. So, und jetzt nehmen wir auf jeden Fall. Achso, hier können wir auf jeden Fall einen Wagen mit Kran. Dann können wir noch einen Tankwagen. Holzaufleger, 4 Stück. Nehmen wir auf jeden Fall den Holzaufleger mit. Genau. Und dann noch den mittleren Holzanhänger. Genau, gut. Zusatzbeleuchtung und so alles können wir dran lassen. Straßenräder lassen wir nicht. Mal machen wir nicht ruf. Und demzufolge haben wir jetzt eigentlich den Kran mit dem Laster hier und hier dann halt da, wo wir das Holz auflegen wollen. Gut, und dann fahren wir im Konvoi. Alles klar. Na denn, Vorderschritten, Fahrzeug wechseln, den hier, Motor starten, Handbremse aus. Und dann wird weitergefahren. Würde mal sagen, ich schlänge mich den Berg nach oben. Obwohl, eigentlich bin ich ja mit dem hier eigentlich auch ganz gut bestückt. Theoretisch muss ich nur noch zurückfahren. Die Strecke, weil die war ja nicht so übel. Mit dem Berg vielleicht, ja, das war vielleicht ein bisschen krasser, aber das hier geht ja noch. Ja, mit fortgeschritten, dann machen wir mal den Leger da an. Beschleunigen ist klar. Dann fahren wir jetzt im Konvoi weiter. Frage ist jetzt natürlich, wir müssen jetzt hier, hier, hier und dann müssten wir darin genau. Der fährt ja auch automatisch, von daher. Gut, die kleine Steigung hier, die ist jetzt kein Räder wert gewesen. Hier könnten wir jetzt unter Umständen noch mal ein bisschen ran müssen. Durchdrücken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann habe ich zwar den Arm hier umgebaut, aber der kommt auf jeden Fall.
So, hier wird es natürlich jetzt ein bisschen problematischer. Ich will nicht, dass der mir da hinten rinkracht. Durch das Zuggewicht drücke ich natürlich hier den Transporter mit nach unten, den ihr ja da hinten seht. Auf der anderen Seite grabe ich mich jedes Mal durch, deswegen mal gucken, wo ich jetzt hier Fuß fassen kann. Der kommt ja auch immer weiter. Dann muss ich mich hier mal gut durchgraben. Ein bisschen rumlenken, ein bisschen rumprobieren. Aber dann komme ich auf jeden Fall voran. Genau. Mit dem fünften Yank und dann gib ihm. Oh nee, ist nicht dein Ernst. Na gut. Fahrzeug wechseln. Liegt der da noch dran? Nee. Frei. Gut, alles klar. Handbremse und dann Fahrzeug wechseln und dann jetzt weiter. Gut, jetzt habe ich aber schon wieder eine 27 Minuten Folge gemacht. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Ich werde jetzt erstmal mit denen hier in der Pause schon mal rüberfahren zur Holzausgabe und dann versuche ich damit dann halt einmal Holz aufzulegen. Gut, wir sehen uns dann halt hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, es ist sehr langatmig und ja, ich kämpfe mir halt hier durch mit hoher Konzentration, deswegen werde ich auch weniger quatschen können. Deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann!